Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play der Planer, unserer Retro-Perle aus dem Jahre 1994. Greenwood Entertainment sei mal wieder gedankt an dieser Stelle, wobei die Firma gibt's auch schon gar nicht mehr, ne? Die gibt's nicht mehr, nein, die hat, glaube ich, irgendwann in den 90ern ist die, glaube ich, hops gegangen, aber die haben diesen Titel damals rausgebracht und der war, wenn mich nicht alles täuscht, sogar der erfolgreichste Planer in der Historie. Aber gut, ist ein anderes Thema. So, gemahnt haben wir schon, wenn ich mich richtig erinnere, offen haben wir nichts mehr aktuell. So, aber wir haben natürlich noch jede Menge Zeug offen, was unsere neuen Stammkunden angeht. Wir haben die Firma Teichmann wieder bei uns am Start hier und zusätzlich haben wir mit der Firma Conserva GmbH ebenfalls einen Vertrag abgeschlossen, aber die haben uns bislang zwei Aufträge im Gegenwert von nicht mal 700 Mark angeboten. Also ich glaube, das ist wieder so eine Krattler-Firma, analog der Boden KG. Wir erinnern uns mit Schrecken, das war ja auch so eine tolle Firma, wo wir uns eigentlich geärgert haben, dass wir dann einen Vertrag angenommen haben, aber gut. Vielleicht strafen sie mich Lügen, schauen wir mal. So, die Firma Teichmann. Expressgut, Pizza, 20. Ja, wir haben nichts mehr da, Freunde. Ach ja, aber das schaffen wir trotzdem. So, was haben wir noch? Teichmann. Ne, das ist eine Frechheit, sorry, den nehmen wir nicht. Da würde ich sagen, da latschen wir mal ganz kurz hier zu unserem Fax, schickt zum einen die Bestätigung und zum anderen faxen wir das Ding dann auch gleich durch. So, hier haben wir nämlich einen mit freien Kapazitäten, der kommt nach Nürnberg, der packt es und der ist auch rechtzeitig wieder da, wenn man sich das so anschaut. Nürnberg, München, 17. muss abgeliefert werden, am 26., ach 17., sage ich schon, 27. natürlich, mein Gott, ey. Naja, die Zahlen, ne? Man sieht eine Zahl und sagt eine ganz andere, aber gut, so, das Ding geht auf jeden Fall klar, also wird gefaxt. Oh, jetzt habe ich versichern vergessen, weil die Strafe war schon, ne? 35.000. Aber gut, was soll's, wird schon nichts passieren im Moment. Sind wir ja recht gut oder haben Glück gehabt, ne, was so das Thema Unfälle und so angeht. Und die Uhr wird in eine Stunde vorgestellt. Was? So, nochmal eine Stunde. Also ich sehe schon im Moment, diese Woche schleppt sich's ein bisschen, ne? Da war es in der letzten Woche, da ist mehr gegangen. Aber gut, wahrscheinlich, weil wir mit unseren Stammkunden ja nicht mehr so gut aufgestellt sind. So, was haben wir hier? Fastfood KG. Die hauen's ja richtig raus, die Jungs, ne? Die sind ja auch schon im Wochenzoll mal voll drüber und so. Und jetzt kloppen die hier Aufträge raus. Die helle Freude, ja komm, das schaffen wir, den nehmen wir an. Vielen Dank, da bedanken wir uns natürlich. Domo AG haut auch Zeug raus ohne Ende. Mein Gott, schaut euch das an. Ich kann's nicht machen. Ein Riesenauftrag von der Domo AG und ich kann den nicht machen. Ich brenne, ey, das gibt's doch nicht. Das ist nicht wahr. Ich kann den nicht fahren. Ich kann den nicht fahren. Oh, ist das bitter. Ist das bitter, Freunde, Mensch. Den kann ich fahren. Ja, komm, dann nehmen wir den. Ja, den muss ich vernichten. Das tut mir jetzt in der Seele weh, diesen Auftrag wegschmeißen zu müssen. Das tut richtig weh. Kommt, dafür nehmen wir den hier. Und die Konserve kann's ja doch, Mensch. Ihr könnt ja doch einigermaßen vernünftige Aufträge, wobei, naja. Naja, komm, was soll's. Nehmen wir mit. Ach, ist das bitter, Mensch. Dieser geile Entschuldigung für die Formulierung, aber dieser geile Auftrag gerade eben aus 95 und ich kann den nicht machen. Oh, ist das hart. Das ist hart, Mensch. Aber das ist schon ärgerlich jetzt. Aber gut, müssen wir mit leben. Müssen wir mit leben. Wir sind halt eine kleine Firma und man darf es nicht vergessen. Ne? Wir sind hier wirklich so eine Billig-Pupel-Firma. Und, ich denke, wir haben in diesem Monat, wo wir jetzt hier sind, schon einiges bewegt. Wir haben den Fuhrpark ja, aufgerüstet, wir haben gut Geld verdient. Ich glaube, da darf sich niemand beschweren. Also wir nehmen unseren Job hier schon ernst. Und ja, also da will ich nichts hören, da lasse ich mir auch nichts nachsagen von unserer Firmenleitung. Aber ja, ich könnte jetzt natürlich nochmal einen neuen LKW kaufen, dass wir den Auftrag schaffen. Aber nee, Freunde, also bei aller Liebe... Das muss nicht sein. Das ist blödsinnig. Das lohnt sich nicht wirklich. So, also weg damit. Versenden. So, dann haben wir den hier noch. Den schicken wir auch noch weg. Der Hummel, der freut sich. Abfahrt. So, na komm, dann schicken wir den letzten gerade auch noch los. Ist gerade wurscht. Weg mit dir, Herr Rexroth, bitte. Bis in 4 Stunden wieder da und gut ist. So, jetzt haben wir alle Kühlis unterwegs. Jetzt haben wir noch Britsche und Container hier und nur noch einen Sattler. Müssen wir also aufpassen. Gliederzug. 12.
Sind es 26? Ne, bleibt was übrig. Ja, komm. Wie viel haben wir hier? Nur ein 21er Anhänger. Ne, denken wir doch. 31er haben wir doch, ne? Also, dann schicken wir den hier. Abfahren. So, schaffen wir 26? Das ist die Frage. Ja, geht genau auf. Passt. Super. LKW-Fahrer haben wir ja auch genug mittlerweile. Da hatten wir Mitte des Monats so ein bisschen ein Problem, wenn wir uns erinnern. So, und ihr habt jetzt gesehen, wie krass jetzt die Zeit vorangesprungen ist, ne? Also pro Versenden eines Auftrags sind es wirklich so geschätzte 10 Minuten, die hier drauf gehen. Und ratzfatz ist im Endeffekt der Tag vorbei und du weißt gar nicht, was du eigentlich gemacht hast. Also viel hast du nicht gemacht. Und wenn man dann arg lang arbeitet, dann wirkt sich das irgendwann auch auf die Gesundheit hier aus. Ne? Also im Moment ist ja alles gut und so und solange man halbwegs auch ab und zu nett zur Familie ist, ist das auch gut. Ne? Aber ansonsten geht ja die Gesundheit ein bisschen zurück und dann wird man krank und das ist dann auch nichts. Dann bekommt man irgendwann einen Schwächeanfall und das ist ja auch nicht sonderlich gesund. So, was haben wir hier? Die Firma Flipsen Autoradios, ja, wollen wir mal an. Und die Konserva bis 28. Ja, kommt immer auch an, was soll's. Können wir das eigentlich mit der Eisenbahn fahren, so? Blöde Frage. Geht das? Nein? Nein, ich habe ja bloß gefragt. Entschuldigung, bin schon weg. Hab ja nur gefragt. Wäre ja möglich gewesen, ne? Das vielleicht zur Abwechslung mal was. Oh nein, um Gottes Willen! Auf der Autobahn zwischen Nürnberg und Ulm, oh oh. Stauten sich die Autos, also ein LKW mit Anhänger. Sachschaden 248.000. LKW-Fahrer unverletzt. Fremdverschulden, bitte keine Journalisten. Nein, oh, nee. Ah. Shit. Houston, we've got a problem. Ja, schaut euch mal unser Geld an. Da hat die Versicherung gerade gezahlt. Ach, Schande, Mensch. Grande Misère. Jetzt habe ich auch noch groß getönt. Wir haben Glück gehabt und so, ne? Bisher mit Unfällen und so, ja, von wegen. Hätte ich bloß mal Maul gehalten, hätte ich nichts gesagt. Das wäre besser gewesen. Ja, da haben sie uns jetzt sauber reingelassen. Ach Gott. Ach Leute, ist das bitter. Ist das bitter. Shit. Ja, jetzt ist echt doof. Jetzt haben wir auf jeden Fall den Auftrag verhagelt, weil ich die Nummer nicht versichert habe. Heißt, wir zahlen Konventionalstrafe. Wird also bald in die Rechnung kommen. Und jetzt wollen wir vermutlich auch die Vorgaben der Firma nicht mehr erfüllen. So, die Presse ist um 18 Uhr da und erwartet uns zum Tanz. Ja, ist in Ordnung. Vielen Dank, liebe Presse. So, dann schauen wir erstmal, dass wir hier ein paar Faxen machen. Ja, komm, schick mal den. Fax weg, den Scheiß. Ach Mensch. Das ist jetzt echt ärgerlich. Äußerst ärgerlich. So, was haben wir hier? 31. Ja, komm. Passt genau. Der geht genau rein. Also fax mir den auch noch weg. Ach, Leute. Tja. Jetzt haben wir echt ein Problem. Also, dann schauen wir mal, was es uns zerlegt hat. Noch kurz einen prüfenden Blick hier, wir dürften aktuell nichts mehr offen haben. Ja, okay, passt. Also, dann schauen wir kurz an, was hat es uns zerhagelt. So, oh, das wird ein Containergliederzug gewesen sein, weil da hatten wir vorhin noch eine 4 stehen. Also genau da, wo wir noch einen Überschuss hatten. Ja, dann geht's ja noch. Dann ist ja noch gar nicht so schlimm. So, haben wir halt die unteren Kapazitäten. Ja, okay, die erfüllen wir auch noch. Also ist alles gut. Nichts Tragisches passiert, Freunde. Ich hab's schon gedacht. Ei, au wie zwick. Aber nee, ist gut gegangen. So. Schauen wir uns die Kontoauszüge mal an. So, da haben schon mal jede Menge Leute gezahlt. Das ist sehr löblich. Und hier hat die Versicherung gezahlt 246.000. So, das dürfte ein alter LKW gewesen sein von der Versicherungssumme her. Tja, also nichts Vollkasko versichert. Das war dann wohl ein alter. So, und jetzt haben wir hier vermutlich einen versäumten. Genau. Die Pflaumen. Von der Conserva, natürlich. Der erste Auftrag von unserer Conserva GmbH, den wir machen, und den vermeiern wir gleich. Gut, ich meine, Strafe 2100, das tut jetzt nicht weh. Ah, nee, den haben wir mit Anhänger.
geschickt, wie es aussieht. 24, ja. Er ist halt ein Anhänger auch hops gegangen. Ja gut, ist so, ne? Es gehört zum Spiel. Ist Bestandteil. Dann wird jetzt wahrscheinlich bald die Rechnung kommen mit der Strafe. Schauen wir mal eine Uhr. Ne, eine Uhr, genau. Wir stellen die Uhr eine Stunde vor, meine ich. So. Aktuell nix. So, bis 28. Tortellini für die Firma Teichmann, ja. Kann ich den machen? Sind die LKWs bis dahin zurück? Ja, ich denke schon. Was haben wir hier noch? Flipsen. Pritsche, ja, den schaffen wir auch. Kein Thema. Kein Thema, Freunde. So. Ach, das ist jetzt echt doof. Das ist ja jetzt echt bescheiden. Muss das ausgerechnet in unserer letzten Woche passieren, oder? Beide klar, ne? Murphys Gesetz. Aber echt. So. Versichern. Haha. Faxen. Weg damit. Also den versichere ich jetzt definitiv. Das ist mir jetzt zu heikel. So, dann schicken wir den auch noch. Versichern. Faxen. So, dann geht's zurück ins Büro. Stellen wir nur noch mal eine halbe Stunde vor, dass die Police kommt. Genau, die registrieren wir und bezahlen sie natürlich auch gleich. Dass uns dieses Malheur nicht nochmal passiert, dann rennen wir wie immer runter in den Fuhrpark. Meine, müssen wir heute doch wieder Überstunden machen, ne? Nix von wegen kurz nach 4 Feierabend. Nee, nee. Und jetzt dann die lustigen Pressefritzen auch noch sich mit uns unterhalten wollen. Eieiei. Aber hey, okay, da, zumindest ist der LKW fertig. Der Pritsche, der ist ja schon um kurz nach 4, glaube ich, fertig geworden. Naja. So, also versenden mit Auftrag. Das blöde Ding hier verschicken wir. Dafür nehmen wir einen Gliederzug. Akzeptiert. Müller. Mensch, Müller. Abfahrt. Servus. So, raus hier. In die Werkstatt. Wahrscheinlich der Werkstatt Fritze schon im Feierabend war. Ja, genau. Der ist schon im Feierabend. So, der sieht wieder recht gut aus. Okay. Also ab mit dir hier in die Garage, beziehungsweise ja, in den Fuhrpark. Und dann stellen wir die Uhr nochmal kurz vor. Und ab zur Presse. So, wir werden im Presseraum erwartet. Ja, das wissen wir. Dankeschön. So, dann gehen wir mal zur Pressekonferenz. Mein Gott, wo war das? Nach Ulm war das, ne? Für die Konserva. So, Hallöchen. Wo war dieser schwerwiegende Unfall? Ja, der war von Nürnberg nach Ulm. So, gab es Verletzte? Nein, weil der Fahrer wurde, oder der kam mit dem Schrecken davon, wenn ich mich richtig erinnere. Es wurde niemand verletzt. So, war er beladen? Ja, der hatte Dosen an Bord. War mit ungefährlicher Fracht unterwegs. So, wie hoch war der entstandene Schaden? Ja, das waren 248.000. Ja, ist das jetzt un, ja, das ist unter 250, aber es ist, ja, komm, unter 250. So. Ja, es war Fremdverschulden. So. Unfallursache ist ungeklärt. Wir bedanken uns für Ihre Stellungnahme. Ja, alles klar. Dankeschön. Servus. So, macht noch ein hübsches Foto von uns, ja. So, der Kühli ist wieder da. Und seht ihr mal ganz unten die unterste Anzeige. Ich kann leider mit der Maus nicht hinfahren. Der lässt mich da nicht runter. Ist wieder ein Ticken Bekanntheit dazugekommen. Ein orangener Balken zusätzlich. Wie wirkt sich das eigentlich hier aus? Sehen wir das irgendwo? Ne, hier, ja, hier sehen wir es, glaube ich, nicht. Doch, ganz, hier, ganz oben. Ich kann mit der Maus bloß nicht hinfahren. Und zwar oben rechts heißt es, Firmenbekanntheitsgrad 31%. Noch gar nicht schlecht eigentlich, ne? Dafür, dass wir so eine kleine Popelfirma haben. So, jetzt aber höchste Eisenbahn, Mensch, bestimmt schon das Essen kalt geworden daheim. Ei, da dürfen wir uns wieder was anhören. Da gibt's wieder Mecker hier. Oh. Oh. So, hast du viel gearbeitet? Ja, doch. Hallo. So, keine Neuigkeiten. Wunderbar. Also, der Sohn ist offenbar mit der CD zufrieden, die wir ihm gegönnt haben. Und mal wieder der arbeitsreiche Tag. Uah. Naja. Der Donnerstag, 27. Januar. Ein neuer Tag bricht an. Die Vögel zwitschern. Ja, Ende Januar zwitschert normalerweise noch kein Vogel. Aber gut, die Sonne scheint zumindest. Und ja, heute stehen wir mal um Simne auf. Heute lassen wir es mal gechillt angehen. Hast du gut geschlafen? Ja, bestens natürlich. Genau. Und wie immer keine Neuigkeiten. Das heißt, wie immer, wir sind ja froh, wenn es keine Neuigkeiten gibt, weil dann sparen wir wieder Kohle. So. 650.000. Also offenbar haben wieder ein paar Jungs gezahlt. Das ist sehr schön. Und dann schauen wir auch gleich mal, was in der Zeitung so steht.
wahrscheinlich der Unfall. Ja, genau, schwerer LKW-Unfall zwischen Nürnberg und Ulm, verunglückt ein LKW der Firma Brummi Inc. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon, ach Gottchen, ja, ja. Aber seht ihr, der Bekanntheitsgrad ist schon wieder weg da unten, das hat nicht lang gehalten, uiuiui. Das ist man in der Zeitung und man wird unbekannt, das ist auch ein bisschen unlogisch. So, und die Wirtschaft boomt immer noch. Das ist schön, das sehen wir gerne. So, dann ab zum Aufzug und zu unserem Personalbobo. Mal schauen, wer heute wieder blau macht. Hoffentlich niemand. Donnerstag ist ja nicht unbedingt so ein Tag, wo man blau macht. Ne, Schlado, scheiß langer Donnerstag. So, da, da, da. Der Magner ist wieder da. Hallo, servus. Er ist wieder gesundet. Das ist aber schön. Nach seinem schweren Unfall damals ist er wieder zurück bei uns an Bord. Das sehen wir gerne. Guter Mann. Sehr schön, ne? Freut mich. Also er hat es wieder zu uns geschafft. Kurz vor Ende unseres Vertrages können wir ihm zumindest nochmal die Pfote schütteln und ihn willkommen heißen bei uns in der Brummi Inc. Toll, dass er wieder da ist. Na prima. Ja, dann würde ich sagen, dann treten wir noch kurz die Mahnwelle los, ne? Muss ja auch sein. 19. Januar können wir anmahnen. Machen wir doch gleich. So, 19. Januar, den hier zum Beispiel. Gleich mal eine fette Mahnung schreiben hier. So, da können wir noch nicht mahnen. Da können wir noch mahnen bei der Teichmann. Eieiei, die Firma Teichmann. Die haben wir noch im Gedächtnis. Die hat es auch jetzt so mit der Zahlungsmoral, wenn ich mich richtig erinnere. So, die sind alle aktuelleren Datums. So, hier haben wir noch einen. Flipsen. Und nochmal Flipsen. Hm? Dann tun wir auch mal so vorsichtig vormerken. Die CQ AG, mein Gott, zweite Mahnung. CQ AG, gibt's die auch noch? Ja, ja, Freunde, wir verschenken nichts. Wir vergessen nichts. Bei uns wird fleißig gemahnt. Kann man natürlich auch die Rechtsanwältin machen lassen, wenn man denn eine hat. Wir haben keine, wir sind geizig. Wir gönnen uns das, dass wir das selber mahnen. Wir haben ja die Zeit, in der kleinen Firma ist das kein Thema. Später, wenn man eine größere Firma hat, da ist es dann durchaus sinnig, sich eine Rechtsanwältin anzulachen, einzustellen und ihr zu sagen, pass mal auf, Honey, tu mal das Mahnwesen übernehmen. Und tu vor allem, was viel wichtiger ist, auch zeitnah diese ganzen blöden Versicherungspolicen bezahlen, weil da muss man nicht immer erst hoch ins Büro rennen. Das ist auch sehr nett, sowas. Da tut sie einen guten Job, die liebe Rechtsanwältin, außer wenn sie krank ist, ne? Dann tut sie natürlich nicht. So, was haben wir hier? Firma Teichmann, 9 Tortellini, ja, die kannst du selber fahren, sorry. Das ist lächerlich, die Conserva hat eine Runde Pflaumen, aha. Könnte man sogar fahren, ne? Dann wären aber alles, dann wäre alles unterwegs, uiuiui. Überlege ich mir noch. Nochmal Conserva. Ah, das ist jetzt Container oder wie? Interessant. Dann kommen die nehmen wir mit. Und weißt du was? Den nehmen wir auch mit. So, zack. Schauen wir kurz, müssen wir beide bestätigen. Ach Gott. Ja, ja, ganz toller Sport. Na schön. Also dann bestätigen wir den Blödsinn halt auch noch. Ist ja kein Ding, ist ja kein Ding. So, Bestätigung faxen. Und hinunter, beziehungsweise hinunter. Hm, ja, komm, hinunter, ja. Machen wir hinunter. In den Fuhrpark. So, in der Werkstatt dürfte aktuell nichts mehr sein. Heißt, wir können jetzt mal die Aufträge hier lostreten. Und das ist auch schon wieder Schluss für heute, Mensch. So, wir haben... Oh, wir haben zwei. Wir haben zwei... Ja, es könnte, ja, könnte sich so ausgehen, sage ich mal. Schauen wir mal. So, Gliederzug. Abfahrt Mosel, bitteschön. Und weg. Braucht 3 Stunden, das ist schon lang. 3 Stunden ist verdammt lang, Mensch. So, Gliederzug. Es bleiben 6 übrig. Ja, okay, das geht sich aus. Wir haben ja auch noch Kleintransporter. Und Kleintransporter kann ja Pritsche fahren. Also kein Thema, kein Problem. Genau. Herr Taube, bitte, Abfahrt, danke, tschüss. Und dann haben wir noch den kleinen Container, den fahren wir natürlich auch noch. So, da, ja, dann machen wir so, da fährt der Herr Rexroth und den Anhänger, den sparen wir uns aber. Anhänger ab, Abfahrt und versenden, danke. So, dann können wir aktuell nichts mehr machen, genau. So, jetzt bin ich wieder raus, das war clever. Aber gut, schauen wir kurz nochmal unseren Fuhrpark an. Wie sieht's aus? Der Kühli ist mal wieder da. Ui, höchste Eisenbahn für eine kleine Inspektion. Alles klar, hat sich erledigt. Haben wir schon wieder gesehen. Also so langsam wird es Zeit, hier mal wieder ein bisschen, ja,
auf den Wartungslevel zu gucken. Also Salz sollte man nicht schleifen lassen. Gerade speziell, wenn man dann irgendwann mal den größeren Fuhrpark hat, ist es dann doch recht unübersichtlich. Also da ist man dann fast schon gezwungen. Wenn man jetzt die Nummer mit dem Manager nicht unbedingt machen möchte, ich bin schon mal kurz darauf eingegangen, sondern wenn man sagt, ja, man macht das in Eigenregie, dann muss man echt immer dranbleiben und einmal am Tag gucken, wie es aussieht. Weil ansonsten, liebe Freunde, kommt es ja voll in den Wald, das kann ich euch gleich sagen. Ich bin übrigens gefragt worden, woher ich dieses Spiel habe, der Planer. Also der Planer ist Freeware, liebe Freunde. Den habe ich zwar auch 94 im Original gehabt, aber ich habe die Disketten nicht mehr, beziehungsweise damals auch CD. Ich habe das nicht mehr. Sind mir abhanden gekommen. Da war damals auch der Soundtrack dabei. Und mittlerweile gibt es diesen Planer allerdings auch als Freeware zum Runterladen und ich habe es hier bei mir in der DOS-Box am Laufen. Also so viel zum Thema, wie hast du das hinbekommen, ne? So als kleiner Tipp. DOS-Box is your friend. Das funktioniert prima. So, was machen die Stammkunden? McCaviar passt, Fast Food passt. Teichmann Halbzeit. Flipsen ist durch. Domo, ja, ne? Wir erinnern uns, dieser eine Auftrag, dieser Kühlauftrag, den wir da ein bisschen vermeiert haben. Naja. So, und hier bei der Conserva, ja, auch Halbzeit, aber da haben wir ja leider diesen einen Auftrag vermeiert. So, ui, der hat sich nochmal gelohnt. Diese paar Tage, diese letzten, beziehungsweise natürlich auch der verunglückte LKW. 85.000 könnten wir jetzt Prämie abrechnen. Also bei einem Gehalt von 14 sind 85.000 mal richtig fett, liebe Freunde. Das ist eine Hausnummer. Da dürfen wir uns nicht beschweren. Garantiert nicht. So, dann stellen wir nur noch mal kurz eine Stunde vor. So, was ist da nochmal gekommen? Obstsalat, ja klar. Obstsalat. Nee, sorry, mag ich jetzt nicht mehr. Was haben wir hier noch? Container. Mag ich jetzt auch nicht. Nö, sorry. Mag ich nicht. Keine Lust. Ich mache jetzt viel lieber Feierabend für heute. Wir sind doch schon wieder recht fortgeschritten. Also an euch wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich hier vom letzten Donnerstag unseres Geschäftsvertrags bei der Firma Brumme Inc. und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen, wenn es losgeht in Richtung Endspurt. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht es gut und Servus.